Schülergenossenschaften. Nachhaltig wirtschaften, solidarisch handeln. Das ist Lisa. Lisa ist 16 Jahre alt und Schülerin an einer Gesamtschule. Lisa hat ein Problem. Der Hausmeister ihrer Schule hat einen Pausenkiosk betrieben. Seitdem er in Rente ist, ist der Kiosk geschlossen. Jetzt gibt's keine Snacks und keine Getränke mehr. Lisa und ihre KlassenkameradInnen besprechen die Situation im Unterricht mit ihrem Lehrer, Herrn Kampe. Da haben sie die Idee, ihren eigenen Pausenkiosk zu gründen. Und zwar als Schülergenossenschaft. Das sind besonders nachhaltige Schülerfirmen. Die SchülerInnen entscheiden eigenverantwortlich, demokratisch und jahrgangsübergreifend. Damit sind sie besonders nachhaltig. Dazu stehen ihnen Lehrkräfte beratend zur Seite. Bei Fragen zu Betriebs- und Buchführung können sich die SchülerInnen an ihre Partnergenossenschaft wenden, meistens die lokale Genossenschaftsbank. Lisa und ihre SchulfreundInnen fragen Frau Wiebe von der Volksbank vor Ort. Sie ist begeistert und übernimmt die Gründungskosten und unterstützt die SchülerInnen vor allem bei Fragen zum Businessplan. Der regionale Verband der Genossenschaften greift ihnen auch unter die Arme. Er bietet Materialien, persönliche Hilfe und ein Netzwerk, in dem die SchülerInnen ihre Partnergenossenschaft finden. Mit Herrn Kampe und Frau Wiebe haben die SchülerInnen schon ihren passenden Support gefunden. Es geht los. Frau Möller vom Verband kommt für die Gründung in die Schule. Sie bespricht mit allen Projektbeteiligten die Gründungsfragen. Zum Schluss unterschreiben alle einen Vertrag zur dauerhaften Zusammenarbeit, die Kooperationsvereinbarung. In einem Workshop entwickeln die SchülerInnen mit Frau Möller die Geschäftsidee und verfassen eine Satzung. Lisa und die anderen GründerInnen wollen in ihrem Pausenkiosk fair gehandelte Getränke und Snacks am liebsten aus der Region verkaufen. In der Gründerversammlung stimmen die GründerInnen über die Satzung ab. MitschülerInnen, Eltern, LehrerInnen und die Bürgermeisterin werden Mitglied. Lisa wird in den Vorstand und Frau Wiebe in den Aufsichtsrat gewählt. So gut vorbereitet wird der Pausenkiosk ein richtiger Erfolg. Wollt ihr auch gründen? Auf schülergeno.de findet ihr alle Infos und Kontakte.